Expo 2017 in Hannover verfolgt das Ziel, Jugendliche und Schüler, aber auch Erwachsene für Technik und Naturwissenschaften zu begeistern. Auch die TU Clausthal hat hier einen Stand und präsentiert deren Projekte und Experimente zum Mitmachen. Ich stehe jetzt hier mit dem Leiter des TU Clausthal Stands auf der Ideenexpo, Herrn Brinkmann. Herr Brinkmann, was kann man hier als Besucher, als Schüler, als Interessierter denn alles sehen und möglicherweise auch durchführen? Wir haben drei große Exponate, die für unsere Forschungsschwerpunkte stehen. Energie, Energiespeicherung, intelligente Materialien und Recycling. Und dazu gibt es viele Handexperimente und wir stellen dar, was man im Studium und im Beruf damit anfängt. Hier ist eine Weltneuheit zu sehen, und zwar ein Faserbreckgitter, das so funktioniert, dass es ein Krümmungssignal erfassen kann. Dies geschieht so, dass das evaneszente Feld aus dem Faserkern ins Cladding wandert und der Faserbrecksensor im Cladding gedehnt wird und damit das reflektierte Signal leicht in der Frequenz verschiebt. Das ist entwickelt worden am Standort Goslar in Kombination auch mit einem industriellen Verfahren, das es demnächst ermöglicht, diese Technik einzusetzen in der Erdöl-Erdgas-Technik und in der Medizintechnik. Wir haben hier bei der Ideenexpo oder für die Ideenexpo ein Exponat mitgebracht, was uns zeigen kann, wie wir in Zukunft regenerative Energien bedarfsorientiert nutzen können. Wir können hier eine Redox-Flow-Batterie aufladen mit der Energie, die oben von einem Solarpanel erzeugt wird. Wir haben drei Zellen, in denen die elektrochemische Reaktion des Ladens oder des Entladens abläuft. Und der in den Flaschen dort vorne gespeicherte Elektrolyt dient uns als Energiespeicher. Die dort gespeicherte Energie werden wir nachher verwenden, um kleine Modellautos aufzuladen. In Zukunft soll das hoffentlich auch große Elektroautos aufladen. Hierfür bietet die Redox-Flow-Batterie einen wunderbaren Ansatz, weil sie frei skalierbar ist. Das bedeutet, wenn wir die Kapazität der Batterie vergrößern wollen, müssen wir größere Tanks, also in diesem Fall größere Flaschen, einbauen. Was wir zeigen wollen, ist die Technologie für stationäre Großspeicher, die wir im Zuge der Energiewende sicherlich brauchen werden. Unser dritter Themenbereich deckt die Felder Bergbau und Recycling ab. Das Beispiel, was ich Ihnen hier zeigen kann, ist ein besonders anschauliches und schönes und einfaches. In dem Zickzackkanal wird das Aufgabegut etwas zerkleinert. Mit der Luftwiderstandskraft werden die Teilchen gehoben und nur die schwereren Teile können herunterfallen. So erzeugen wir zwei verschiedene Fraktionen. Eine Kunststofffraktion und eine Metallfraktion, die dann später anderen Aufbereitungsstufen zugeführt werden kann, pyrometallurgischer oder hydrometallurgischer Art. Die Universität insgesamt ist Mitglied in der Knowledge Innovation Community der Europäischen Union zum Thema Rohstoffe. Dort gibt es auch einen Bereich Öffentlichkeitsarbeit und heute sind junge Italiener an diesem Stand zu Gast, um ihre Experimente zum Wert von Rohstoffen vorzuführen.